Architekturfindung dann schon morgens beim Aufwachen, überall im Alltag, Wohngebäude, dann vielleicht auf dem Weg zur Arbeit fahre ich über eine Brücke, auch die wird von Architekten gemacht. Industrieanlagen und Arbeitsplätze vorbei, Innenstädte, Kaufhäuser, bis hin abends Sportstätten oder Theater, alles das ist Architektur. Wir haben ein sehr breit gefächertes Studienangebot, das geht von Entwerfen, eben den klassischen Disziplinen der Architektur, bis hin zu eher Verwaltungstätigkeiten oder auch, was immer mehr Bedeutung hat, auch die Digitalisierung des Bauwesens. Maschinen, wie wir sie haben, haben wir deswegen, um praktisch das wiederzuspiegeln, was heute möglich ist, und die Studierenden an diese Technologien heranzuführen. Also mich hat an dem Studiengang Architektur interessiert, dass man quasi die Zukunft bzw. Gebäude mitgestalten kann und so neue innovative Ideen mit einbringen kann. Das Studium ist auf dem Bachelor und auf dem Master aufgeteilt. Zunächst beginnt man im Bachelorsemester eigentlich mit verschiedenen Grundlagen. Und wenn man das dann erfolgreich abgeschlossen hat, kann man dann sich nochmal weiter spezialisieren im Master. Die Highlights im Studium sind ganz klar die Abgaben, wenn sie dann vollbracht sind. Die Projektwoche finde ich auch immer gut. Das ist auch eine Woche immer im Wintersemester. Was sind die Highlights für mich? Auf jeden Fall die Praxisnähe. Also wir haben ja immer Projekte, die halt irgendwo im realen Ort stattfinden. Projekte mit Bürgerbeteiligungen mache ich seit ein paar Jahren. Das ist Praxisprobe. Die Bürger lernen was Neues und die Studierenden kommunizieren und lernen das mit den Bürgern. Im alten Ortskern von Steinberg, da haben wir eine ältere Kirche stehen, seit vielen Jahren ungenutzt. Und es geht einfach darum, wie können wir zukünftig eine sinnvolle Verwendung für dieses alte Gemäuer finden. Und wir wollten eine Ideenvielfalt haben. Das war der Grund, warum wir auf die HTW zugegangen sind. Was ich super besonders hier finde, sind einfach die Räumlichkeiten. Auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir hier 24/7 arbeiten können. Ansonsten sind wir halt auch mit verschiedenen Laboren gut ausgestattet. Hier in der Modellbauwerkstatt sind die Studierenden eigentlich ab dem ersten Semester sehr früh und erstellen als Übersetzung ihrer Entwurfsgedanken Modelle. Die Aufgabe, Gebäude zu entwerfen und zu designen, ist im Grunde weltweit gleich. Allerdings gibt es natürlich auch regionale Unterschiede, und damit unsere Studierenden diese kennenlernen können, haben wir einige Kooperationen mit europäischen Universitäten, wo sie eben ein Semester verbringen können. Es gibt immer alle zwei Semester eine Exkursion im Semester. Und da gibt es ganz verschiedene Ziele. Das kann hier ganz nah sein. Es gibt aber auch Gruppen, die nach Moskau oder auch New York, Shanghai fahren. Ich muss sagen, dass im Moment so die Architekturbranche und die Baubranche generell ziemlich boomt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, alle warten darauf, dass man fertig ist und geiern so ein bisschen nach einem. Und die Berufschancen sind im Moment immens.